Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das Thema radikale Akzeptanz. Und es ist ja generell im Leben so, dass man oftmals Dinge plant bis ins letzte Detail, dass man sehr viel Kraft, Gedanken, Zeit und Liebe in eine Sache investiert und es am Ende trotzdem nicht klappt. Und so ist es natürlich auch, wenn es um narzisstische Beziehungen geht. Vielleicht dachtest du, dass diese Person die Person ist, mit der du gemeinsam alt wirst, mit der du gemeinsam Kinder bekommst, gemeinsam ein Haus baust und ihr im Laufe der Zeit einfach ein unglaublich gutes Team werdet und da einfach in Zukunft auch eine gewisse Beständigkeit gegeben sein wird. Oder vielleicht dachtest du, dass du jetzt die ausgewählte Person bist, um den Narzissten zu heilen, indem du ihm jetzt eine Liebe, eine Geduld und eine Wertschätzung gibst, die er nie zuvor durch irgendjemand anderen erfahren hat. Jedenfalls hast du ein Investment getätigt und du hast lang geglaubt, dass es sich auszahlen wird. Sonst hättest du es ja auch nicht getätigt, wenn dies nicht der Fall gewesen wäre. Und dabei hast du an einen gewissen Wunsch lange festgehalten. Und dass es jetzt anders kommt, als du dachtest, zerreißt dich innerlich und tut scheiße weh. Und damit verlierst du auch eine gewisse Orientierung im Leben. Dabei brauchen wir Menschen alle eine gewisse Orientierung im Leben. So, und jetzt bist du an einem Punkt, an dem du dich gegen diese ganzen Umstände wehrst. Du möchtest es nicht wahrhaben. Du möchtest nicht wahrhaben, dass all das, was du dafür getan hast, dich nicht an das Ziel gebracht hat, das du dir vorgestellt hast. Und dieses Gefühl, dass das alles völlig vergebens war, würdest du am liebsten einfach von dir abschütteln. Aber so funktioniert es leider nicht, weil wir haben im Leben immer zwei Optionen, wenn es um Situationen geht. Erstens, sie so zu akzeptieren, wie sie sind, oder zweitens, sie zu ändern. Das Ding ist jetzt aber bei Narzissten, dass man da nichts ändern kann. Und es immer gleich verlaufen wird. Egal was du machst, wenn du es mit einem Narzissten zu tun hast, wird das Resultat am Ende des Tages immer dasselbe bleiben. Und deshalb bleibt dir faktisch nur die Option, alles so zu akzeptieren, wie es jetzt bisher verlaufen ist. Du kannst es nicht mehr rückgängig machen, dass du dich getäuscht hast, beziehungsweise, dass du getäuscht wurdest. Du kannst es nicht mehr rückgängig machen, dass du dich völlig unter deinem Wert verkauft hast und für eine Zeit lang eine Behandlung dir gegenüber toleriert hast, die einfach unmenschlich ist. Also, dass du dich quasi selbst verraten hast. Und du kannst es auch nicht ändern, dass du aufs falsche Pferd gesetzt hast und deshalb wichtige Monate, wichtige Jahre dem falschen Menschen gewidmet hast. Und nein, diese Umstände werden sich auch nicht dadurch ändern, dass du dich am Narzissten rächst. Und du kannst es auch nicht ändern, dass dir dieser Mensch
dein Leben genommen hat oder große, große Anteile deines Lebens genommen hat. Deine Gesundheit, deine Standbeine, all das. Und das geht natürlich einher mit einer großen Enttäuschung. Aber eine Enttäuschung ist das Ende einer Täuschung. Wenn die Täuschung endet, dann bleibt nur die Wahrheit. Und die Wahrheit macht frei. So, um jetzt aber wieder ein gutes Leben zu haben, musst du dich wieder an der Gegenwart und an deiner Zukunft orientieren. Weil wenn du nicht das akzeptierst, was jetzt in der Vergangenheit passiert ist, und du nicht aufhörst mit hätte, sollte, warum, warum nicht, weshalb, wie konnte ich, wie konnte er, wie konnte sie, oh Mann, was hätte ich anders machen können, oh Mann, ich habe doch dieses Potenzial gesehen, warum geht es denn nicht? All das, wenn du damit nicht aufhörst, dann wirst du nicht loslassen können. Wenn du nicht loslassen kannst, dann ist es so, als wäre der Narzisst noch präsent in deinem Leben. Du hast jetzt mehr als genug Gift abbekommen. Du hast dem Narzissten mehr als genug gegeben. Dir wurde mehr als genug genommen. Und das Ziel besteht jetzt darin, dieses Gift rauszubekommen. Und nicht weiter an diesem Gift und an diesem ganzen negativen Scheiß festzuhalten. Damit würdest du dich nur selber quälen. Und dann bekommt der Narzisst das, was er wollte. Und du willst doch nicht, dass der Narzisst bekommt, was er will, sondern du möchtest wieder du selbst sein. Du möchtest wieder Frieden, Ruhe. Du möchtest wieder Selbstvertrauen haben. Du möchtest wieder ein starkes Selbstwertgefühl haben. Du möchtest wieder gern am Leben sein. Du möchtest wieder am Leben teilnehmen. Und du möchtest wieder eine Stabilität in dir selbst haben und in deinem Leben etc. pp. Und all das kannst du halt nur bekommen, wenn du loslässt. Wenn du dich im Leben für etwas entscheidest, entscheidest du dich auch automatisch immer gegen etwas anderes. So ist das im Leben. Und das können wir nicht ändern. Was wir machen können, ist abzuwägen, was wir wollen, was wir nicht wollen. Und dann darauf unsere Entscheidungen gründen. Und ja, es ist verdammt bitter, es ist verdammt schwierig, es tut verdammt nochmal weh. Aber es ist das einzig Richtige, die Entscheidung für dich zu treffen. Und bei dieser Entscheidung zu bleiben. Du kannst dich nur für dich entscheiden und gegen den Narzissten. Oder für den Narzissten und gegen dich. Was anderes geht nicht. Entscheide dich für dich. Okay? Und wie gesagt, alles was passiert ist, kannst du nicht mehr rückgängig machen. Aber du kannst in jedem Moment deines Lebens die Gegenwart so für dich gestalten, wie es für dich richtig ist. Und auch deine Zukunft. Lass dir das nicht nehmen. Okay? Entscheide dich für dich und zieh's durch. Denn du bist es wert. Okay? Du bist es verdammt nochmal wert. Schreib dir das mal hinter die Ohren. Nimm einen Stift, zack. Wir Menschen neigen häufig dazu, dass das, was uns widerfährt oder dass sich unsere Pläne nicht erfüllen und dass es anders kommt als gedacht, da neigen wir oft dazu, zu denken, zu glauben, dass das jetzt eine Strafe ist in irgendeiner Form. Aber häufig ist es auch einfach ein Schutz, okay? Und wir dürfen mit jeder schwierigen
Situation, die kommt in unserem Leben, lernen, darauf zu vertrauen. Und wenn ein Narzisst, aus welchem Grund auch immer, nicht mehr Teil deines Lebens ist, dann ist es ein absoluter Segen. Und du kannst dankbar dafür sein. Und es ist, Alter, mein Gott, hier ist gerade eine Wolke, die sieht aus wie, schaut mal, könnt ihr es sehen? Und es ist häufig unmöglich, den Sinn und den Zweck in einer Situation zu sehen, wenn man sich noch sehr stark in dieser befindet. Aber wenn da ein bisschen Zeit vergangen ist und Gras drüber gewachsen und man rückblickend nochmal darauf schaut, wird man diesen Zweck sehen. Du kennst diesen Effekt, den hattest du auch schon oft in deinem Leben. Und wenn man das dann feststellt, dann denkt man sich, ja okay, das war zwar nicht das, was ich mal erwartet hatte, was ich mir mal gewünscht hatte, aber es ist auch in Ordnung. Es ist so passiert, wie es passiert ist. Und obwohl du nicht das Resultat daraus bekommen hast, was du dir ursprünglich mal erhofft hattest, war es trotzdem nicht vergebend. Ich möchte es nicht schönreden, okay? Emotionaler Missbrauch ist die Hölle. Sich in einer narzisstischen Beziehung zu befinden, ist die Hölle. Die Folgen davon sind die Hölle. Ich rede hier nicht schön, es ist so. Manchen Menschen kostet es auch das Leben. Das ist eine Tatsache. Aber du bist jetzt noch da. Und das Einzige, was dir übrig bleibt, ist das Beste draus zu machen. Und ich verspreche dir, ganz unabhängig davon, wie lange du da durchgegangen bist und wie intensiv das Ganze war, auf irgendeine Art und Weise wird es dich in der Gegenwart und in der Zukunft weiterbringen und dir helfen. Es müssen im Leben manchmal Dinge gehen, Menschen gehen, damit Platz für was Neues ist, Platz für was Besseres. Nur wenn man loslässt, sind die Hände wieder frei. Es wird noch ganz viel Schönes geben in dieser Welt, in deinem Leben, das nur auf dich wartet. Und du möchtest das nicht verpassen, nur weil dir die Hände gebunden sind, obwohl sie gar nicht gebunden sein müssten. Aber es ist ein Prozess und es ist auch in Ordnung, dass du das jetzt noch nicht komplett so radikal akzeptieren kannst, all das. Man braucht auch eine Zeit, um das Ganze zu fassen, um das Ganze zu verstehen, um das einzuordnen und um das Ganze zu verarbeiten und um darüber zu trauern. Aber schau zu, dass du nicht länger als nötig darin verharrst. Du wirst merken, dass wenn du es erst einmal akzeptiert hast, es so ein riesengroßer Befreiungsschlag sein wird. Okay? Das kannst du dir jetzt noch nicht vorstellen, aber so wird es sein. In diesem Sinne, mach's gut, pass auf dich auf und bis bald.